Vielen Dank für die Einladung. Mein Name ist Alexander Lenger. Ich komme von der Goethe-Uni, arbeite dort an der Arbeitsstelle Wirtschaftsethik, werde heute aber originär soziologische Überlegungen vortragen. Es wurden ja schon in drei Vorträgen vorher, wurde im Prinzip implizit schon auf Pierre Bourdieu verwiesen. Einmal direkt, einmal indirekt mit einer kulturalistischen Interpretation. Ich werde nun einige rein methodologische Überlegungen vortragen, inwieweit Pierre Bourdieu anschlussfähig an die Wirtschaftswissenschaften ist. Hintergrund ist, dass ich mit zwei Kollegen ein Sammelband zu der interdisziplinären Verwendungsweise von Pierre Bourdieu herausgebe. Dort klappern wir quasi alle sozialwissenschaftlichen Disziplinen ab und zeigen jeweils die unterschiedlichen Modifikationen vom Habituskonzept auf, da das Habituskonzept gewissermaßen den Kristallisationspunkt seiner Theorie darstellt, kann man daran dann relativ gut aufzeigen, wie er in anderen Disziplinen verwendet wird. Bourdieu hat mit dem Habituskonzept bzw. mit seiner Theorie ein Instrumentarium vorgelegt, wie man meines Erachtens ökonomische Prozesse als soziale Prozesse analysieren und Erkenntnisse über Marktprozesse aus konflikttheoretischer Perspektive generieren kann. Entscheidend ist, und das wurde ja auch auf dieser Veranstaltung immer mal wieder gefordert, dass er gewissermaßen auf einer Metaebene anschlussfähig an sowohl den Mainstream als auch an die heterodoxe Ökonomik sein könnte, so meine Theorie. Bevor ich dann einsteige, muss man darauf hinweisen, dass es etwas kompliziert ist, weil Bourdieu dummerweise den Begriff der Ökonomie in zweifacher Weise verwendet. Das nicht ausgliedert, zum einen als Ökonomie bzw. Regelhaftigkeit der Praxis, darüber wird primär der Vortrag sein, zum anderen als Beschreibung der spezifischen Praxisform in wirtschaftlichen Feldern, also das, was wir als die Wirtschaft bezeichnen. Beides nennt er schlicht Ökonomie, das macht es natürlich etwas schwierig, wenn man seine Texte liest und seine Theorie rezipiert. Das Habituskonzept bietet halt die Möglichkeit, die symbolische, das heißt sozial strukturierte, konstruierte Wirtschaftsordnung in den Blick zu nehmen. Darauf hat ja auch mein Vorredner mit der kritischen BWL hingewiesen. Im Anschluss an Reckwitz hat sich halt eine praxeologische Erkenntnistheorie, eine sozialkonstruktivistische Erkenntnistheorie entwickelt und Bourdieu kann gewissermaßen als einer der Vorläufer dieser Theorie gesehen werden. Es gibt also, der entscheidende Punkt, was er aufgezeigt hat und was sozusagen für Ökonomen von Interesse ist, wäre erstens, hat er gezeigt, dass das Vermögen von Menschen nicht einfach nur aus ökonomischem Kapital besteht, sondern eben auch aus sozialem, kulturellem und symbolischem Kapital. Zweitens hat er das Verhaltensmodell eines strengen rationalen Homo economicus zurückgewiesen, also im Sinne, dass in jeder Entscheidungssituation rational kalkulierte Entscheidungen getroffen werden, und hat es durch ein Verhaltensmodell ersetzt, das sich an der Theorie der Praxis, also an der realen Praxis von Menschen orientiert. Und drittens hat er mit der Verbindung von diesem Habituskonzept und dem Feldkonzept, letztes verstanden als ein Macht- und, als eine Macht- und Konfliktfiguration, eine theoretische Konzeption vorgelegt, wie sich gesellschaftliche Strukturen in spezifische Feldlogiken übertragen lassen und wie menschliches Verhalten in bestimmten Feldern, da kann man auch das akademische Feld, das wirtschaftliche Feld oder das Kunstfeld nehmen, als Resultat objektiver Macht- und Ungleichheitsstrukturen erklären lässt. Bevor ich die Theorie rezipieren werde, ist zunächst einmal anzufügen, die Bedeutung von Bourdieu sowohl in der orthodoxen wie auch in der heterodoxen Ökonomik und auch in der Wirtschaftssoziologie ist marginal. Im Prinzip spielt er keine Rolle. In der Wirtschaftswissenschaft wird er gerne rezipiert in der Diskussion um Sozialkapital. Hier wird aber eigentlich in der Sozialkapitalforschung auf diese umfassenden Begriffe von Fukuyama und Coleman abgesetzt. Bourdieu wird immer angeführt, weil er den Begriff geprägt hat. Bourdieu hat aber ein individualistisches Verständnis von Sozialkapital. Für ihn ist das im Prinzip nicht mehr als Vitamin B. Insofern wird er da zwar ab und zu rezipiert, aber in einem verschobenen Kontext. Ansonsten spielt er keine Rolle. Hierfür sind meines Erachtens drei Gründe ausschlaggebend. Erstens ein inhaltlicher Grund, sein Gesamtwerk, welches ja 200 Bücher und Aufsätze umfasst, beschäftigt sich originär einfach nicht mit dem wirtschaftlichen Phänomen. Er hat zwar
zu Beginn seiner Karriere einige Schriften dazu vorgelegt und zum Ende seiner Karriere nochmal über das ökonomische Feld geschrieben. Das ist aber vielleicht 2% seines Gesamtwerkes. Insofern spielt er inhaltlich keine große Rolle. Konzeptionell hat er einen expliziten Gegenentwurf zur Neoklassik vorgelegt. Insofern ist er natürlich auch da im Mainstream nicht besonders angekommen. Und drittens hat er mit seinen Spätwerken, und das ist besonders problematisch, mit Das Elend der Welt und Gegenfeuer neoliberale, kapitalismuskritische Schriften vorgelegt, die seinen Stand gewissermaßen weiter marginalisierten. Hinzu kommt, dass diese Spätwerke in ihrer Qualität nicht unmittelbar an die Qualität seiner wissenschaftlichen Arbeiten bis in die 90er Jahre anschließen, was es doppelt dramatisch macht. Entgegen dieser angeführten Vorbehalte würde ich trotzdem dafür plädieren, dass Bourdieus Habitustheorie einen substanziellen Beitrag für Wirtschaftswissenschaft und auch für eine plurale Ökonomie bieten kann, weil sie eben mit dem Habituskonzept den wirtschaftlichen Akteur gewissermaßen als Träger gesellschaftlicher Strukturen in den Mittelpunkt rückt. Sein originäres Anliegen ist eine Überwindung der Dichotomie zwischen Subjektivismus und Objektivismus, methodologischem Individualismus, Kollektivismus. Und indem er halt den Habitus in das Erkenntnisinteresse rückt, gelingt es ihm zu einem großen Teil halt diese Spannung zu überkommen und ist damit extremst anschlussfähig an die Befunde aus beiden Bereichen, also in meinem Falle Soziologie und Wirtschaftswissenschaften. Ich beginne mit der Ökonomie der Praxis. Das ist seine, sagen wir, generelle Theorie. Bourdieu wendet sich mit der Ökonomie der Praxis insbesondere gegen die neoklassische Annahme perfekter Rationalität. Insbesondere im Entwurf der Theorie der Praxis und auch sozialer Sinn, beides in den 70ern erschienen, entwirft Bourdieu eine allgemeine Handlungstheorie des Menschen als rationalen Regelbefolger, welche in expliziter Abgrenzung zum neoklassischen Modell der Wohlfahrtsökonomie eben einzelne Akteure nicht als strikt bewusst rational versteht. Also es werden nicht sämtliche Einzelentscheidungen aus einem Kosten-Nutzen-Kalkül oder einer formalen Regel abgeleitet. Trotzdem wird die Regelhaftigkeit der Praxis in den Vordergrund gestellt. Bourdieus Kritik bezieht sich darauf, dass neben dem wirtschaftswissenschaftlichen Paradigma freiwilliger Tauschakte, welches im Prinzip asymmetrische Kräfteverhältnisse bei ihm verdeckt, im wirtschaftlichen System besonders die Annahme des Menschen als stets bewusst und kalkulierendes Nutzen maximierendes Individuum sich vorstellt. Also seine Kritik richtet sich dagegen, der Mensch handelt in bestimmten Situationen gemäß der Logik der Praxis. Also er hat eine an die Praxis angepasste Rationalität, der er folgt und ihm in dem Sinne halt eine regelhafte und situationsadäquate Praxis liefert. Soll heißen, man muss nicht bewusst rational, also per Ratio in der Rationalität sich entscheiden. Man kann trotzdem regelhaft und situationsadäquat handeln, da so seine These, dass per Habitus und der sozialen Stellung in der Gesellschaft in einem Habitus inkorporiert ist. Mit dieser Ökonomie der Praxis entwirft Bourdieu eine Position eines gewissermaßen strukturgeleiteten Utilitarismus, der das bewusste Nutzenkalkül ausschließt und alle Motivationen zur Verbesserung der Stabilität der sozialen Position auf die dispositionale Konditionierung im Sozialisationsprozess zurückführt. Eine Sichtweise, die gewissermaßen auch in der modernen Ordnungsökonomik vertreten wird, wenn man nicht mehr vom Fall-zu-Fall-Maximierer, sondern einem Regelbefolger mit inkorporierten Verhaltensmustern spricht. Das springt ein bisschen. In seinem zweiten Großteil aus dieser Gesamttheorie, die überträgt er später auf die Theorie des wirtschaftlichen Feldes mit Rückgriff auf seine algerischen Forschungen. Was hat er gemacht? Er war zur Zeit der Unabhängigkeitskriege in Algerien stationiert und konnte beobachten, dass das Überstülpen einer modernen Ökonomie auf die algerische traditionelle Gesellschaft zu Brüchen, Verelendung und so weiter führte. Und er konnte dann zeigen, dass quasi die Habitusmuster, denen die Leute folgten, weiterhin die traditionellen Formen waren. Die Leute passten sich eben nicht friktionslos an die moderne Ökonomik an, also quasi die informellen Regeln blieben starr, die formellen Regeln wurden geändert.
Das führte zu massiven Problemen. Und er leitet daraus den entscheidenden Punkt aus, den seine Theorie von vielen anderen unterscheidet, aber Gewinn bringt für die Wirtschaftswissenschaften wäre, nämlich um in dieser modernen Gesellschaft, modernem Kapitalismus funktionieren zu können, ist die Herausbildung eines ökonomischen Habitus zwingend notwendig. Also einem ökonomischen Habitus, der nach denselben Funktionsanforderungen eines modernen Kapitalismus funktioniert, also Eigennutz interessiert, rational agierend, Kosten-Nutzen-Kalküle im Hinterkopf habend und so weiter und so weiter. Daraus leitet er nun im Prinzip die These von multiplen Kapitalismen ab, wenn man so will, nämlich dass moderne Menschen entweder diesen ökonomischen Habitus herausbilden müssen, mit womöglich all den Folgeproblemen, die mein Vorredner gerade aufgezeigt hat, oder dass man eben eine andere Form des Kapitalismus wählen muss, der an den tradierten Habitus der Menschen angepasst ist. Für die Wirtschaftswissenschaften lassen sich dann zwei zentrale Punkte in ihrer Anschlussfähigkeit skizzieren. Erstens ist Bourdieu hochgeeignet, Erkenntnisse aus konflikttheoretischer Perspektive zu generieren. Dahinter steht die Überlegung, dass eben auch die Theorie der Ökonomie gleichzeitig zum Gegenstand seiner Theorie wird. Soll heißen, die Form der Ökonomie, mit der wir heute konfrontiert sind, ist eben nur eine spezifische Form der möglichen Ökonomien, die es geben könnte. Es wären auch andere denkbar. Und er weist darauf hin, dass es in so einem Wechselverhältnis zwischen Theorie und Praxis immer stattfindet, weil er davon ausgeht, dass eben auch dass alles sozial konstruiert ist, somit natürlich auch die wissenschaftliche Erkenntnis sozial konstruiert ist und jeweils eine Wechselwirkung stattfindet. Woher das dann genau kommt, das überspringen wir. Der zweite entscheidende anschlussfähige Punkt ist die gesamte kulturelle Ökonomik und neue Institutionenökonomik. Im Prinzip hat er ein Modell mit dem Habitus, meines Erachtens ein Modell entwickelt, was das problematische Verhältnis zwischen formellen und informellen Institutionen erklären kann. Also man hat ja immer das Problem, man kann formelle Institutionen friktionslos ändern, man kann aber informelle Institutionen nicht haben, dann leiten wir Pfadabhängigkeit ab und so weiter und so fort. Die Frage ist natürlich trotzdem, wie dieser Vermittlungsmechanismus funktioniert und da bietet meines Erachtens der Habitus eine Möglichkeit, an den methodologischen Individualismus anschlussfähig herauszuarbeiten, wie Historizität zustande kommt. Gut, mir wird eine Minute angezeigt, dann komme ich zum Ende. Konkret heißt das, wo kann man Bourdieu, wenn man dem so folgt, anwenden? Erstens bei allen Fragen, die Informationsasymmetrien, Unsicherheiten und Wissensproblematiken beinhalten, da Bourdieu davon ausgeht, dass quasi all diese Informationen über die Logik der Praxis im Habitus im Körper der Mensch inkorporiert sind, also unbewusst mitgetragen werden, aber trotzdem da sind. Muss man sich so ein bisschen vorstellen wie Verhaltensheuristiken. Zweitens, ist das Konzept geeignet zu erklären, warum die Grundannahme de gustibus non est disputandum, also Präferenzen sind starr, darüber brauchen wir nicht reden, warum diese Theorie falsch ist. Man kann damit gewisse Anpassungsprozesse beschreiben. Drittens, lässt sich damit zeigen, dass in der Gerechtigkeitstheorie ist es hinreichend belegt, dass sich Gerechtigkeitsvorstellungen, das haben wir jetzt hier auch mehrfach schon gehört, sich nach sozialer Lage, kultureller Prägung, Sozialisation etc. unterscheiden. Kann man mit dem Habituskonzept erklären, inwieweit diese Prozesse ablaufen. Und viertens, ist das Habituskonzept geeignet, zu einem besseren Verständnis von Preis- und Konsumtheorie beizutragen, nämlich indem eben nicht auf den Kapitalbegriff von Bourdieu abgestellt wird, sondern eben auf die symbolische Machtdimension, also die sozialkonstruktivistische Perspektive, soll heißen, dass ja auch die Preise sozial konstruiert sind. Also da bildet sich nicht eine objektive Nachfrage ab, sondern es ist immer halt das subjektive Sinn verstehen, was Menschen da hineintragen, was Preise und Marktprozesse etc. etc. generieren. Und das Habitus-Konzept ist halt eine Möglichkeit, um damit arbeiten zu können. Also, um zum Ende zu kommen, das entscheidende Fazit ist, es ist ein Plural, also das Habitus-Konzept von Bourdieu ist ein pluralistischer Ansatz, der bisher zwar weder in der orthodoxen noch heterodoxen Ökonomik oder auch Wirtschaftssoziologie, da allerdings schon etwas mehr
Anerkennung findet. Er hat aber meines Erachtens den extremst großen Vorteil, dass er gewissermaßen ein anschlussfähig an all diese verschiedenen Konzepte ist, da er halt diese Vermittlung zwischen Struktur und Subjekt oder Objektivismus und Subjektivismus oder Handlung und Struktur immer in sich trägt. Das praxeologische Erkenntnisproblem ist halt der Ausgangspunkt von Bourdieus Forschung und da lohnt es sich weiterzuarbeiten. Und dann freue ich mich auf Fragen. Vielen Dank. Wir haben gleich zwei Fragen hier und genau, dabei könnten wir es vielleicht belassen. Drei, aber nur, wenn es ganz, ganz kurz gefasst wird und dann quasi drei in einer Antwort, das wäre grandios und würde mich sehr glücklich machen. Okay, ich mache kurz nur eine kleine Anmerkung. Dass das in der Heterodoxie nicht angekommen ist, Bourdieu, also generell stimmt das, ja, aber beispielsweise dieses Jahr in Paris, da war ein ganzes Panel zu Bourdieu und Ökonomik. Also da ist schon ein bisschen was, das sind allerdings eher die Sprachbarrieren, die das schwierig machen, gerade aus Frankreich zu Deutschland, da sich damit zu beschäftigen. Ich kann mich ganz kurz fassen. Ich habe nämlich nur eine Frage zur Literatur, da ja auch die Folien nicht da sind. Welches Buch, welches Werk von Bourdieu ist das, wo er das ausführt, was du jetzt referiert hast über die Situation in Algerien, über die Anpassung an die moderne Wirtschaft? Soll ich schon mal anfangen? Ja, das gebe ich dir vollkommen recht. In Frankreich ist Bourdieu noch prominenter rezipiert als in Deutschland. In den angelsächsischen Ländern dann schon gar nicht mehr. Ist ein generelles Übersetzungsproblem. Das war auch nicht, war vielleicht etwas pauschalisierend, aber de facto ist es halt schon so, dass er eine marginale Rolle spielt. Es machen schon ein paar Leute, ich mache es ja auch, aber ansonsten gibt es ja noch Florian Hillebrand, kann man nennen, der arbeitet da auch sehr engagiert zu, aber es sind eher die Bourdieu-Rezipienten, die sich damit beschäftigen, Alter, die anderen. Zu dem Werk, im Prinzip Soziologie d'Algier, aber er hat die zwei Gesichter der Arbeit wurden von Franz Schultheiß 2006 neu herausgegeben. Da haben sie die Aufsätze, die er dazu geschrieben hat, nochmal zusammengefasst. Ja. Nee, also die zwei Gesichter der Arbeit ist übersetzt vor kurzem. Ja, ich habe bei mir in der Diss ja Amartya Sen mit Pierre Bourdieu verbunden und ich finde also das auf jeden Fall total erwähnenswert. Es ist total sinnvoll, als Ökonom und Ökonomin auf Bourdieu zu schauen, weil ich finde, da steckt total viel drin. Also ich würde das erstmal jetzt mal ergänzen, würde aber das Glas vielleicht einen kleinen Tick bisschen größer machen, weil eigentlich Schläge da sind, dass man da eigentlich sehr gut mit Bourdieu arbeiten kann in der Ökonomik und dass das einfach einen riesen Erkenntnisschritt bringt. Beispiel, wir könnten dann endlich mal eine Sprachökonomik integrieren, weil der Homo Ökonomicus kann ja nicht sprechen. Ja, das ist richtig. Also, wir können ja vielleicht gleich noch mal kurz über die Literatur reden.